Das sei der Traum eines jeden Wissenschaftlers, meint Thomas Südhoff, als er in Spanien bei einer Konferenz erfährt, dass er den Nobelpreis für Medizin gewonnen hat. Den teilt sich der aus Göttingen stammende Deutsche mit zwei anderen Biochemikern, den beiden US-Amerikanern Randy Jackman und James Hoffman. Es war so eine Überraschung, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Den Preis bekommen die Wissenschaftler für ihre Forschungen zum Transportsystem der Zellen. Wie zum Beispiel gelangen Moleküle von Ort zu Ort. Das haben sie herausgefunden. Applaus deshalb auch in Yale für James Hoffman, der das Geheimnis gelüftet hat, wie die Fracht der Zellen auch da ankommt, wo sie hin soll. Und der in typischer Biochemiker-Manier seiner Freude über den Preis Ausdruck verleiht. Einer der weniger bekannten Stoffe, mit denen wir arbeiten, sind die Endorphine, die gute Stimmung machen. Und alle haben ja gemerkt, wie gut ich heute drauf bin. Meine Frau hat bereits angemerkt, dass ich heute noch gar nicht gemeckert habe, obwohl es bereits nach 12:30 ist. Übergeben wird der Nobelpreis am 10. Dezember in Stockholm. Bis dahin wird sich zumindest Thomas Südhoff wieder in seine Arbeit stürzen. Seine Arbeitshut, erklärt er, sei legendär. Seine Frau glaube deshalb, er sei verrückt. Das Preisgeld von 920.000 Euro, das sich die drei Wissenschaftler teilen, könnte sie da vielleicht ein wenig trösten.